Herzlich willkommen im Babtech Studio. Zweite Webcast in der Q-Fokus-Reihe, 2 von 4. Im ersten Webcast haben wir uns mit der Zeichnungsstempelung beschäftigt, aber nochmal, um den Gesamtkontext herzustellellen. Unsere Babtech-Q-Welt mit den Babtech-Modulen, können wir hier auf der PowerPoint-Folie sehen. Was schauen wir uns an in den Webcasts? Das sind diese Module. Wir haben im ersten Webcast schon gesehen, dass wir unsere Zeichnungsstempelmodul vorgestellt haben. Die Informationen, die im Zeichnungsstempelmodul erzeugt wurden, nutzen wir jetzt im zweiten Webcast für die Wareneingangsprüfplanung. Und im dritten und vierten Webcast später ist dann die Weitergabe der Daten per Modulintegration im Bereich Reklamationsmanagement mit Maßnahmenmanagement und last but not least Lieferantenbewertungen inklusive Pivot-Auswertungen. Heute aber zweite Teil von 4, Wareneingangsprüfplanung, Wareneingangsprüfung mit so einem Mini-Workflow hinten dran, den wir nach dem Prüfentscheid sehen werden. Wie legen wir los, Daniel? Ja, wir suchen wieder die Module über unsere Modulsuche. In diesem Fall ist das das Modul Prüfplanung. Das Modul Prüfplanung bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens abzubilden. Zum einen ist das die Wareneingangsprüfung, die Fertigungsprüfung als auch die Warenausgangsprüfung. Für diejenigen, die Babtech schon kennen, ist die Prüfplanung so ein richtig alter Bekannter. Ja, seit 1994, eines der ersten Module, die wir im Babtech Q entwickelt haben, sehen wir das auch hier wieder. Und auch hier nehme ich Sie wieder mit auf die Reise, einen neuen Prüfplan gemeinsam anzulegen. Neue Funktion ist hier oben. Ich gehe in die Wareneingangsprüfung und bin jetzt hier in der klassischen dialoggeführten Eingabe, richtig? Richtig, genau. Hier gibt es viele Felder, die zu befüllen sind. Wir sehen jetzt hier das Prüfplan. Die Prüfplannummer ist ein Pflichtfeld, also dick gedruckt. Aber Sie können natürlich andere Anforderungen an Ihre Pflichtfelder haben. Sie können andere Felder, andere Masken haben, die Sie vielleicht unternehmensbezogen füllen möchten. Wenn wir über externe Daten sprechen, dann sprechen wir häufig über ERP-Daten. Daten, die schon in anderen Systemen liegen, nutzen wir hier als Beispiel mal die Lieferantentabelle, sodass also alle Informationen aus dem SAP, aus dem Info, wie auch immer Ihr ERP heißen mag, direkt in der Babtech-Software sich wiederfinden. Sie legen eine neue Adresse im ERP-System an, automatisch gibt es die Adresse im Babtech. Sie ändern Straße, eine Postleitzahl, automatisch ist die Information im Babtech. Wir nehmen mal hier unsere Supplier GmbH für diesen Prüfplan. Jetzt haben wir hier relativ viele Felder, Daniel. Kann man da was dran drehen? Ich hatte das schon erwähnt. Zeichnungsindex, Zeichnungsstand, Gültigkeitsdauer, das sind alles Felder, die vielleicht nicht alle Kunden pflegen müssen. Ne? Ich glaube, Sie hatten mal einen Kunden, der hatte nur Öl und Schmierstoffe hergestellt und der braucht zum Beispiel das Feld Spezifikationen gar nicht. Ne? Genau dafür haben wir den Layout-Designer eingebaut. Funktion ist mit Vorsicht zu genießen, nur mit Admin-Rechten, sonst suchen Sie am nächsten Tag die Felder. Das heißt, der Kollege zeigt Ihnen jetzt, wie man die Maske wirklich komplett systemweit umbauen kann. Dafür aktiviere ich jetzt den sogenannten Anpassungsdialog. In dem Moment, wo ich den Anpassungsdialog aktiviert habe, springt das System um, ist jetzt nicht mehr für die Dateneingabe konfiguriert, sondern jetzt steht das Anordnen von Feldern innerhalb der Maske im Fokus. Was haben wir denn? Hier zum Beispiel mal Spezifikationen. Ja, das ist eine Geschichte, da entscheide ich jetzt, beziehungsweise nicht ich, sondern das können Sie selber tun. Ihr Administrator hat diese Funktion im Zugriff. Das heißt, Sie selber können hingehen und entscheiden, das Feld Spezifikation ist für meine Firma uninteressant. Feld markieren, rechte Maustaste drücken, verstecke Objekt und schon verschwindet die Spezifikation. Dann sagen Sie, ja, okay, die Zeichnungsinformationen, die sind zwar schön und gut, aber nicht so wichtig. Einfach die Felder markieren per rechte Maustaste, Gruppierung auslösen. Man sieht, da ist jetzt so ein Kasten um die Felder gebaut worden. Und diesen neuen Kasten kann ich mir als neue Karteikarte hier oben hinlegen. Vielleicht finden Sie aber unsere Notizen ganz toll, unsere Freitextfunktionalität. Die sind Ihnen wichtig. Nichts leichter als das. Sie nehmen Ihre Notiz per Drag and Drop und legen die hier in den unteren Bereich. Machen wir das Ganze ein bisschen größer. Schließen und speichern ab. Und damit ist das die neue Bildschirmmaske, die bei Ihnen firmenweit genutzt würde, um Stammdaten im Bereich Prüfplanung zu pflegen. Was ist mit Updates? Updates, kein Problem. Wir haben eine Möglichkeit entwickelt, die Masken so weit umzubauen, ohne dass sie von Updates betroffen werden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir in Wuppertal denken uns ein neues Feld aus, was jetzt unbedingt nötig ist für die Prüfplanung. Das erscheint dann am unteren Rand der Maske und Sie entscheiden dann selber per Drag and Drop, wo möchte ich das neue Feld in der Maske platzieren. Prüfplanung, nochmal zurück, obwohl
Moment, ich gehe mal eben zur Originalmaske wieder zurück. Das ist immer so die letzte Möglichkeit, die ein Administrator hat, das Layout, was angepasst wurde, wieder zu löschen und zurückzusetzen auf das, was wir uns im Wuppertal mal ausgedacht haben. Das steht ihnen immer zur Verfügung. Das ist nichts, was sie verändern können, was überschrieben werden kann. Ja, das ist so, naja, gut zu wissen, dass man das tun kann. Manche Kunden haben das schon zu schätzen gewusst. Okay, wir sind jetzt in den Kopfdaten des Prüfplans. Die Prüfplanung erfolgt im BabTech an einer Baumstruktur. Das heißt, wir haben die Lieferanteninformationen und die Prüfplanung mal gepflegt. Und jetzt würden wir einen Arbeitsgang hinzufügen. Den Arbeitsgang wählen wir aus einem Katalog aus. Der Katalog wird initial einmalig von Ihnen gepflegt und bildet Ihre Arbeitsgänge in Ihrem Unternehmen ab. Zusätzlich wählen wir noch aus, welche Prüfart das sein soll. Losprüfung, Fehlersammelkarte. Ich wähle einen Prüfplatz aus, an dem die Prüfung dann tatsächlich auch durchgeführt werden soll und einen möglichen Stichprobenplan. Wir bieten hier eine Vielzahl an Stichprobenplänen an. Skiplot, AQL-Tabellen, die relativ komplex sind. Sie können sich natürlich auch ein einfaches Verfahren selber hier im BabTech anlegen. Zwecks Demo nehmen wir jetzt die 100%-Prüfung. Das ist jetzt hier einfach einfacher, um durchzugehen. Okay, jetzt haben wir den Prüfarbeitsgang angelegt. Jetzt fehlen Prüfmerkmale. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Prüfmerkmale in den Arbeitsgang reinzubekommen. Wollen wir doch mal direkt die neuen Features des Release 7 nutzen und einen anderen Prüfplan öffnen, den ich vielleicht schon vorher gemacht habe. Da habe ich vielleicht schon viel Arbeit investiert, habe da die ganzen Merkmale und Bilder und Informationen hinzugefügt an die einzelnen Merkmale. Ich habe hier eine Computermaus. Den nehme ich und wenn wir den öffnen, dann sieht man, da hängt schon eine komplette Prüfplanstruktur hinten dran. Super, du hast den schon als zweiten Tab geöffnet, das sehen wir oben. Das ist ein bisschen Browser-like, dass wir hier mehrere Tabs haben. Den können wir auch im Browser einfach abreißen und vielleicht auf den zweiten Monitor schieben oder in diesem Fall auf die zweite Bildschirmhälfte und zwei Prüfpläne parallel öffnen. Jetzt sehe ich links meinen Prüfplan, den ich gerade erstellt habe, und rechts den alten Prüfplan, auf dem ich die Merkmale verwenden möchte. Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach ein Merkmal von rechts, die ich benötige, und ziehe die rüber per Drag and Drop und lasse die auf den neuen Prüfplan fallen. Okay, und damit werden alle Informationen, die auf der rechten Seite sind, übertragen in den neuen Prüfplan, den wir hier gerade in Arbeit haben, ja, mit Bezeichnung, Merkmalsart, Fehlergruppen, komplett alle Felder werden übernommen. Und das ist wirklich eine tolle Funktion, die unser Release 7 jetzt mitbringt, dass sich zwei BabTech Software nebeneinander öffnen kann, beziehungsweise sind gar keine Software, das sind einfach nur Fenster, ohne Anmeldung, ohne Lizenz. Das ist wirklich gut geworden. Was kann ich noch tun? Jetzt haben wir so ein Merkmal übernommen hier. Wie kann ich noch Merkmale erzeugen? Ja, wir sagten ja, es gibt verschiedene Wege. Ich kann mir ein Merkmal importieren aus verschiedenen BabTech-Modulen, wie zum Beispiel aus den Zeichnungen, die wir im letzten Webcast besprochen haben. Ach ja, vollkommen richtig. Ja? Bitte erinnern, wir sind heute im zweiten Webcast von vielen. Der erste Webcast, den wir aufgenommen hatten, da ging es hier um das KDI-Modul, um die Integration. Und diese Integration lebt jetzt. Das waren die Informationen, die hier im KDI-Modul sind, nutzen für die Prüfplanung innerhalb der Wareneingangsprüfung. Und das ist jetzt das, was wir tun, richtig? Genau. Das heißt, wir wählen jetzt hier aus, woher möchte ich mein Merkmal importieren. Ich sehe hier schon, natürlich kann ich auch aus anderen Prüfplänen mir Merkmale holen oder aus einer Erstbemusterung. Aber wir wählen jetzt die Zeichnung aus, kriegen dann eine Übersicht über alle Zeichnungsmerkmale, die bei der letzten Zeichnung komplett importiert worden sind. Gucken, dass du die richtige findest. Passt. Genau. Jetzt habe ich hier eine Tabelle aller Merkmale, ähnlich wie ich das aus dem Zeichnungsmodul auch kenne. Und dann selektiere ich die Merkmale einfach und sage, okay, ich möchte gerne die Länge importieren, 50 plus 01, hier die Länge 40 H7 und nehmen wir nochmal ein attributives Merkmal dazu, hier das Gewinde M10 an der Stelle. Per Klick auf Weiter zeigt mir das System eine kleine Übersicht an, welche Merkmale jetzt importiert werden, und abschließend fügt die Merkmale aus der versionierten Zeichnungsmappe jetzt in die Prüfplanung ein. In dem Moment, wo ich das anklicke, sieht man das auch ganz gut. Ja, man sieht hier, Bezeichnung ist übernommen worden, Merkmalstyp ist übernommen worden, Zeichnungsmarkt mit Toleranzen, all das ist übertragen worden. Inklusive der Notizen, die in dem alten Prüfplan schon angelegt worden sind, der Bilder. Stimmt. Bilder ist noch ein gutes Thema dabei. Wir sind ja hier jetzt in einem Merkmal, was per Import aus dem KDI-Modul erzeugt wurde. Wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich, dass jetzt automatisch ein Bild generiert wurde aus der Zeichnung mit dem passenden Zeichnungsausschnitt und dem Stempel, den ich hier gerade importiert habe. Also hier jetzt wirklich das passende Bild für die Länge 50 plus 01.
Wenn ich ein bisschen weitergehe, dann sehe ich, dass ich hier den zweiten Stempel habe mit meinem sicherheitskritischen Merkmal und der dritte Bildausschnitt, den ich hier habe, sehe ich den Stempel, dass meine gewinnende Prüfung im neuen Zeichnungsausschnitt wahrgenommen wird. Mhm. Vielleicht noch ein Stichpunkt zum Thema Integration. Hier sehe ich auch direkt im oberen Bereich in den Kopfdaten die Stempelnummer. Das ist, hier ist auch direkt der Zusammenhang zu meinem Zeichnungsmodul. Das heißt, die Stempel und auch die Merkmale in der Prüfplanung sind direkt miteinander verbunden. Ich könnte hier auch sehen, aus welchem Zeichnungsmodul, aus welcher Zeichnung dieses Merkmal tatsächlich rauskommt. Jetzt gibt es bei uns immer wieder die Idee bzw. auch die Kundenanforderungen, diese Zeichnungsinformation, die da schon relativ technisch ist, mit Live-Bildern zu versehen. Auch da gibt es mit dem Release 7 eine gute Neuigkeit, nämlich dass ich innerhalb der Prüfplanung nicht mehr nur ein Bild hinzufügen kann, sondern ich habe die Möglichkeit, mehrere Bilder dem Prüfmerkmal hinzuzufügen. Also das ist das erste Bild, was ja automatisch entstanden ist. Lass uns doch mal ein zweites Bild hinzufügen. Und dafür kann ich eine Live-Kamera benutzen. Die Live-Kamera gibt Ihnen hier sofort Zugriff auf USB-Geräte. Das ist eine USB-Videokamera, und man sieht, angeschlossen an meinen Rechner. Und damit möchte ich jetzt dieses Teil aufnehmen. Das heißt, ich schalte meinen Live-Modus an. Da sieht man, das Live-Bild ist da. Jetzt kommt der schwierigste Teil der Präsentation, hier ein Bild zu machen. Passiert. Damit ist das Bild in der SQL-Datenbank aufgenommen und kann jetzt während der Prüfplanung benutzt werden. Super Bild. Jetzt können wir noch einige vielleicht ergänzende Hinweise einfach hinzufügen für den Prüfer, damit er vielleicht genau sieht, an welcher Stelle er messen muss. Dazu bietet unser Bild-Tab auch die Möglichkeit, Zeichnungselemente hinzuzufügen, wie zum Beispiel ein Pfeil oder eine Bemaßung in diesem Fall, Kreise, Vierecke, um einfach das Ganze hervorzuheben und dem Prüfer hier eine gewisse Hilfestellung zu geben. Dabei geht es jetzt nicht, dass Sie einen Paint-Shop hier nachbauen, ja? Aber die Möglichkeit, ein Bild aufzunehmen mit einem Mausklick und in das Bild Zeichenelemente aufzunehmen, das ist ein echtes Highlight. Die Funktion, die gibt es schon ewig im WAPDEC. Die haben wir 1994 das erste Mal im Reklamationsmanagement implementiert, ist aber dann so gut angekommen, dass inzwischen fast alle Module die Funktion einsetzen. Ja, im Audit Abweichungen dokumentieren, in der Prüfplanung Bilder hinzufügen, im Prüfmittelmanagement Bilder aufnehmen, um das Prüfmittel eindeutig zu identifizieren. Bilder sind eine wirklich schon große Stärke, multimedial etwas hinzuzufügen. Wie geht's weiter? Und damit haben wir die technische Prüfplanung eigentlich schon abgeschlossen. Genau. Wir haben dem Prüfer schon einiges an Hilfestellungen auch gegeben, um seine Prüfung ordnungsgemäß durchführen zu können. Jetzt gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sowas auch in eine Art Datei zu gießen, um auch was Anfassbares zu haben oder was auszudrucken. Dafür gibt es im BAPTEC eine Vielzahl an Berichten systemweit, um die 250 Stück. Hier in dem Modul finden sich jetzt einige. Und hier könnte ich zum Beispiel den Bericht Prüfanweisung auswählen. In dem Moment, wo ich die Prüfanweisung aktualisiere und aufrufe, wird unser Berichtsdesigner gestartet. Es gibt Berichtstemplates, die wir mitliefern. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo ich halt genau das, was wir vorher hier aufgenommen haben, wiederfinde. Kopfdaten im oberen Bereich, das Merkmal Länge mit den Toleranzen, Bild und Text im unteren Bereich. Und da dann, wenn ich hier ein bisschen runterscrolle, sieht man, die technische Zeichnung wird auch aufgenommen. Jeder Bericht, der im BAPTEC ist, egal in welchem BAPTEC-Modul ich mich befinde, kann ich per E-Mail verschicken. Ich mag also hier E-Mail-PDF verschicken, dann geht der E-Mail-Client auf und innerhalb des E-Mail-Clients ist der Bericht als PDF angehangen. Klassisch, nichts Besonderes. Allerdings gibt es auch noch eine Funktion, die darüber hinausgeht, denn das PDF ist nun mal unveränderbar. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen diese Prüfanweisung verschicken, aber die Toleranz hier, ja, die ist streng geheim, die darf keiner wissen. Um das leisten zu können, können Sie den Bericht genauso in eine Excel-Datei gießen. Also hier jetzt auch wieder per E-Mail verschickt, Excel-Datei. Wenn ich die jetzt öffne und innerhalb des Excels die Bearbeitung aktiviere, dann werden Sie feststellen, dass das eine echte Excel-Datei ist. Also ich kann jetzt wirklich hingehen und hier Felder markieren und rauslöschen. Und das Bild möchte ich bitte hier haben, weil das ein bisschen größer sein soll. Nicht falsch verstehen, ich will Sie nicht ins Excel treiben. Ja, darum geht es mir nicht. Aber ab und zu die Möglichkeit zu haben, Informationen aus der BAPTEC-Software ins Excel zu exportieren und Modifikationen vorzunehmen, das ist schon eine richtig nette Geschichte, die auch von vielen Kunden genutzt wird.
Aber genug des Excels. Gehen wir wieder zurück in die eigentliche Babdeck-Software. Ja, damit ist der Prüfplan eigentlich fertig. Jetzt müssen wir noch zwei Dinge tun. Einmal müssen wir dem Prüfplan noch einen Artikel anhängen, um zu bestimmen, welchen Artikel wollen wir denn überhaupt bestimmen. Mhm. Das mache ich gerade mal. Genau. Hier übrigens auch nochmal ein Einstiegspunkt zum ERP-System. Das heißt, klassische Stammdaten, Artikelinformationen werden auch über die Schnittstelle zu Ihrem ERP-System ins Babdeck übertragen und können hier ausgewählt werden. Passiert. Genau. Zweiter Schritt, qualitätsgesteuertes Dokument, so ein Prüfplan. Das heißt, ich muss ihn freigeben. Das Ganze kann ich mehrstufig machen, benutzerrechte abhängig. Aber in diesem Fall sind wir als Administrator angemeldet, ja, und können den direkt freigeben. Auch das tue ich. Natürlich, eine Freigabe erfordert immer den Änderungsgrund. Da sage ich hier meine erste Version, gebe den Prüfplan frei und habe nun innerhalb des Workflows direkt schon die sogenannte aktuelle Version des Prüfplans erzeugt. Ja, wir sind ein IT-System, selbstverständlich schreiben wir im Hintergrund mit, wer hat erstellt, wer hat geändert, wer hat freigegeben, wer hat vielleicht etwaige Deaktivierungen von Prüfplänen mitgenommen. Das sind Zusatzinformationen, die in den verschiedensten Modulen immer mitgeschrieben werden. Jetzt brauche ich einen Prüfauftrag. Genau, weil jetzt haben wir ja nur einen Prüfplan, der als Schablone dort liegt. Und jetzt warte ich auf, in diesem Fall, auf einen Wareneingang. Normalerweise würde das jetzt, was wir jetzt hier gleich sehen werden, automatisch passieren. Aber jetzt haben wir keine Integration ins ERP-System. Deshalb müssen wir jetzt diese Maske manuell befüllen. Aber diese Informationen sind Informationen, die aus Ihrem ERP-System automatisiert übertragen werden würden. Zum einen die Auftragsnummer, Gültigkeitsdatum des Auftrags vielleicht. Dann habe ich noch Informationen zur Liefermenge und zur Liefertreue. Das sind alles Informationen, die sowieso über die Schnittstelle kommen und im Hintergrund zusammen mit den Lieferanteninformationen gespeichert werden. Später vielleicht interessant für unser Thema Lieferantenbewertung, was wir in einem anderen Screencast noch besprechen werden. Ich bin fertig, speichere das ab und habe jetzt das, was du gerade gesagt hast, normalerweise automatisiert passiert, manuell getan. Jetzt schauen wir uns mal die Werker-Selbstprüfung an. Ja, jetzt geht es um die Shopfloor-Ebene der Babdeck-Software. Ja, Shopfloor, wissen Sie, das sind schon mal etwas rustikalere Umgebungen. Da müssen viele Leute mit der Software arbeiten. Das muss schnell gehen. Es ist nur das eine Modul im Einsatz. Um das mal zu visualisieren, gibt es hier einen Benutzer, den ich jetzt anwähle fürs Login. Das ist unser Benutzer 24. Und der Benutzer 24, mit dem ich mich gerade hier innerhalb der Software anmelde, das ist bei uns der Peter Fröhlich. Der hat nur Rechte für Prüfdatenerfassung. Der sieht keinen Willkommensdialog, der sieht keine Modulauswahl. Der Peter bekommt hier seinen Arbeitsvorrat angezeigt, also die Prüfaufträge, die ihm bzw. seinem Prüfplatz zugeordnet sind. Genau, das ist eine relativ einfache Maske. Maske ist auch komplett mit der Tastatur bedienbar, um auch in nicht ganz sauberen Umgebungen hier eine ordentliche Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Und da ist auch schon unser Auftrag, WE-Auftrag-Test. Den kann er einfach mit Enter bestätigen. Und dann öffnet sich die Prüfmaske. Vorher werden noch die Auftragsinformationen angezeigt, wie die Losgröße oder die Stückzahl. Ich wechsle jetzt schon in den zweiten Dialog, den der Peter zur Verfügung hat. Und der zweite Dialog ist der Dialog, in dem die eigentliche Erfassung von Messwerten stattfindet. Das ist so ein dreigeteilter Dialog. Im oberen Bereich sieht man nochmal die Stammdaten, welcher Auftrag, welcher Artikel, Prüfplan und Arbeitsgang. Im mittleren Bereich findet die eigentliche Messwerterfassung statt. Und wenn wir über Messwerterfassung sprechen, dann ist das Thema Schnittstelle, das Thema Kommunikation sicherlich auch wichtig, denn das, was ich jetzt hier gleich manuell machen werde, das sollen Sie nicht manuell machen, das sollen Ihre Mitarbeiter nicht manuell machen, sondern wir wollen hier Messmittel anbinden. Gibt es da Erfahrungen aus anderen Projekten? Ja, wir können ja eine Vielzahl an Messmitteln anbinden, ob es der Bluetooth-Messschieber ist, Bobe, Steinwald, Multiplexer-Boxen oder eine komplexe 3D-Koordinaten-Messmaschine, die uns vielleicht die Messergebnisse im CUDAS-Format korrekt, okay, direkt ans Babdeck überträgt. Dann würden die Messwerte hier reinpurzeln und vollautomatisiert eingelesen werden. Okay, vollautomatisiert habe ich nichts. Ich habe jetzt die vollautomatisierte manuelle Eingabe hier. Viel Spaß. Danke, die nutze ich jetzt, um hier meinen Messwert ins System einzugeben. Ja, 12,12, bestätige den Messwert. Man sieht, der Messwert ist gespeichert. Der schwarze Pfeil ist der eigentliche Messwert, liegt hier im grünen Bereich, also wunderbar zwischen unterer und oberer Toleranz, alles ist gut. Wer jetzt aufgepasst hat, sieht, dass im unteren Bereich jetzt schon ein Wechsel stattgefunden hat. Also hier gibt es die geführte Werker-Selbstprüfung.
Wir sind also jetzt hier aufs zweite Prüfmerkmal schon gewandert. Und dieses zweite Prüfmerkmal ist das Merkmal, wo wir ein zweites Bild angehangen hatten. Ja, neben der technischen Zeichnung gibt es dann hier auch dieses Live-Bild, was wir aufgenommen haben. Die Messwerteingabe läuft aber identisch. Auch hier kann ich wieder meinen Messwert tippen. Was ist jetzt passiert? Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Oder das Produkt ist fehlerhaft. Ich mache Fehler? Niemals. Wenn du einen Fehler gemacht hättest, ja, könntest du über die Neumessung mit den entsprechenden Benutzerrechten den Wert neu eingeben. Ne? Oder du hast hier tatsächlich eine Toleranzabweichung, ja, festgestellt. Dann dokumentierst du das. Okay, das mache ich. Korrekt. Gehen wir weiter. Genau. Neben der Möglichkeit, das hier bebildert geführt zu lassen, kann man natürlich auch die Merkmalstabelle anzeigen lassen. Für den geübten Prüfer, der vielleicht gar keine Bilder braucht und vielleicht nur die Übersicht haben möchte über alle Merkmale, der kann sich die Merkmalstabelle anzeigen lassen. Das ist so ein bisschen Excel-like, ja? Das ist ein bisschen Excel-like. Mhm. Hier sehe ich auch, welche Werte habe ich eingegeben, komplett auf einen Blick, welche Werte waren IO, welche Werte waren NIO. Okay. Jetzt forciere ich nochmal einen Messwert, der nicht in Ordnung ist, weil ich noch eine Funktion loswerden möchte. Und zwar ist das unser Fehlerkatalog. Ich habe jetzt einen Messwert erfasst, der nicht den Spezifikationen entspricht. Und dadurch wird hier die Fehlerliste eingeblendet, die genau mit diesem Prüfmerkmal Länge verbunden ist. Also wir geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fehlerkataloge zu clustern, zu gruppieren, zu organisieren in Fehlergruppen, sodass bei der Längenprüfung halt nicht das Fehlerbild-Zertifikat fehlt, auftaucht, sondern wirklich genau das passt, was in der Längenmessung auch zugehörig ist. Was nehmen wir? Ja, ich habe hier eine Gradbildung gehabt. Das passt schon. Und damit wird hier an der Stelle der Messwert rot erfasst, nicht in Ordnung, aber kombiniert mit den Gradbildungen, die ich aus dem Fehlerkatalog habe. Das ist dann das Thema Pareto-Analyse, was wir im vierten Teil unseres Webcasts näher anschauen werden. Was tue ich denn mit den Daten später? Aber Auswertungen kommen wir noch zu. Letzte Teil muss ich noch prüfen. Genau, Achtung, du näherst dich dem letzten Messwert. Ja, du hast recht. Das ist ein besonderer Messwert. So. Weil nach dem letzten Messwert ist die Prüfung abgeschlossen, meine Wareneingangsprüfung. Und dann gibt es ja bei einer Wareneingangsprüfung klassischen Prüfentscheid. Den sehen wir jetzt hier. Hier können wir erstmal im oberen Bereich auf Merkmalsebene sehen, bei welchem Merkmal gab es denn überhaupt eine Rückweisung? Wie oft gab es eine Rückweisung? Ne? Wenn es eine etwas umfangreichere Werker-Selbstprüfung ist, habe ich ja vielleicht auch mehr Merkmale und mehr Lose, die ich hier auch prüfen möchte. Im mittleren Bereich bekomme ich dann einen Gesamtprüfentscheid, der sich aus den Einzelprüfentscheiden ergibt. In diesem Fall Rückweisung, weil wir haben ja einen Fehler festgestellt. Mit den entsprechenden Benutzerrechten kann ich das auch überstimmen und sagen, ja, aber vielleicht unter Vorbehalt. Ich habe mit dem Schichtleiter gesprochen, das ist so in Ordnung. Trage meinen Kommentar in den unteren Bereich ein, damit vielleicht auch später jemand zwecks Dokumentation sieht, warum habe ich denn diese Annahme unter Vorbehalt durchgeführt. Ja, der Herr Fröhlich fragt ihn ja lustig, dass das so ist, wie es sein soll. Sehr gut. Letzter Punkt vielleicht noch, bevor ich das Ganze jetzt hier bestätige. Ich kriege als Vorschlag Reklamation generieren, das steht jetzt hier auf Ja aufgrund des negativen Prüfentscheids und habe jetzt hier die Möglichkeit, direkt aus der Prüfmaske heraus eine Lieferantenreklamation zu erstellen. Okay, dann lass uns den mal treffen, den Prüfentscheid wirklich. Ich klicke jetzt hier auf OK und jetzt haben wir so einen Mini-Workflow mitgebracht. Das erste sieht man hier schon direkt, ja. Das, was wir hier jetzt in dem PDF-Dokument haben, das würde bei Ihnen direkt als Dokument, als Papier herauskommen. Man sieht, im oberen Bereich gibt es Stammdaten, welcher Auftrag war das. Im mittleren Bereich gibt es nochmal die Information, welcher Auftrag ist damit verknüpft. Und der Peter Fröhlich, Sie erinnern sich, wir haben ja dann den Prüfentscheid der Sperrung überstimmt und dann eine Annahme unter Vorbehalt draus gemacht. Das ist genau das, was sich innerhalb dieses Dokuments wiederfindet. Und wenn das Dokument ausgedruckt ist, legen Sie das auf Ihre Kiste, Kisten, das kann auch mehrfach gedruckt werden und schon haben Sie die Normenforderung, Kennzeichnung geprüfter Ware erledigt. Erste Workflow-Step. Zweiter Schritt, man kann schon sehen, der Auftrag ist einfach nicht mehr da. Der ist ausgeblendet aus der Liste, weil der Peter hat seinen Job gemacht. Der ist fertig mit seiner Prüfdatenerfassung, deswegen der Datensatz ausgeblendet, aber selbstverständlich immer noch in der Datenbank, gar keine Frage. Zweiter Schritt. Dritter Schritt. Um den Wareneingangsfluss zu unterstützen, prozesstechnisch, ist der dritte Schritt die Rückmeldung ans ERP-System. Wir erinnern uns ja, wir haben ja zuerst eine Meldung bekommen, dass die Ware vor der Tür steht, zur Prüfung bereitsteht. Das war die initiale Anlage eines Prüfplans, eines Prüfauftrags im BabTech. Den haben wir jetzt geprüft. Und der dritte Schritt ist jetzt,
meinen Prüfentscheid, positiv oder negativ, in diesem Fall positiv, ans ERP-System zurückzusenden. Im ERP-System passiert dann Folgendes. Je nachdem, ob ich jetzt die Annahme annehme oder verweigere, bucht das ERP-System die Ware dann entweder beispielsweise auf ein Sperrlager oder, wenn ich die Ware annehme, auf ein Produktivlager und kann dann weiterverarbeitet werden. Naja, und vierter Schritt, auch das ist eine Geschichte, die man jetzt nicht direkt sehen kann hier, ist die Lieferantenreklamation, die hier angelegt wurde. Also die Modulintegration, das Thema, wo wir zukommen. Ja, man sieht schon hier, der dritte Webcast, den wir mit Ihnen zusammen machen werden, das ist genau das Thema vom Wareneingang in das Reklamationsmanagement. Kommen wir aber später noch zu. Das ist aber jetzt schon passiert. Das heißt, der Datensatz ist schon da, das Ganze ist schon vorgepflegt. Jetzt haben wir die WK-Selbstprüfung abgeschlossen für den Wareneingangsbereich, aber natürlich können wir auch andere Prüfbereiche abdecken. Wie eingangs erwähnt, können wir neben der Wareneingangsprüfung auch die fertigungsbegleitende Prüfung machen mit verschiedenen Prüfmethoden und Tools, die uns da zur Verfügung stehen, als auch den Warenausgangsbereich. Ja klar, du hast natürlich recht. Jetzt haben wir den Wareneingang zwar gesehen, aber fertigungsbegleitend gibt es ja noch viel mehr dahinter. Ich denke da an Regelkarten, ich denke an Prozessfähigkeiten, ich denke an Maschinenfähigkeiten, Eingriffsgrenzen. Das ist ja schon ein Thema, was umfangreich ist. Und das ist komplett im Fertigungsprüfplansmodul enthalten, richtig? Korrekt, ja. Korrekt. SPC-Auswertung, SPC-Prüfmethoden, die kann ich dort auswählen. Okay. Jetzt haben wir neben den Methoden natürlich noch viele Einstiegspunkte für das ERP-System gesehen. Also viele Möglichkeiten, Stamm- und Bewegungsdaten auszuwählen und auch übertragen zu lassen. Und das ist auch ein Punkt, wie BabTech die Projekte durchführt. Das heißt, das sind genau die Themen, die wir dann in der Einführung von BabTech mit Ihnen besprechen. Egal, welches ERP-System Sie verwenden oder welche Schnittstellentechnologie Sie bevorzugen, wir unterstützen Sie dabei, die Systeme zu verbinden. Gut. Das ist der zweite Teil unserer Reihe Webcasts Co-Focus. Dieser zweite Teil hat jetzt den Bereich Wareneingang in die Mitte gestellt. Das geht jetzt noch ein bisschen weiter im dritten Teil, dass wir uns dann anschauen, wie die Informationen des Wareneingangs bzw. wie die Informationen der Lieferantenreklamation des Wareneingangs weiterverarbeitet wird. Vielleicht schauen Sie ja wieder rein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen des zweiten Teils. Bleiben Sie gesund.